erstklassige Musik und eine geniale Show mit einer Bühne aus Plexiglas. Hinter dieser Kombination steckt Noble Composition. Die Initiatoren sind Thomas Bläser und Herbert Jösch. Thomas Bläser stand als Schlagzeuger mit Orchester und Big Band schon oft zusammen mit Weltstars vor laufenden Kameras. Herbert Jösch, kurz Herb, ist Drummer und organisatorischer Leiter der Heavy Tones, der Band aus der Fernsehsendung TV Total auf Pro7. Von Joe Cocker über Lionel Richie bis hin zu Kylie Minogue, Jösch hat bereits mit vielen Größen des Musikgeschäfts zusammengespielt. Gemeinsam entwickelten sie die Idee zu Noble Composition, einem Netzwerk aus national und international erfolgreichen Künstlern und Musikern. Wir haben halt die Möglichkeit, auch durch den Herb oder durch die Leute, mit denen wir schon gespielt haben, an die besten Musiker zu kommen. Und wir stellen halt gezielt den Kunden, wie die das möchten, dem Format entsprechend, die Besetzung immer abends zusammen. Dazu gehören dann auch Stars wie Sänger und Entertainer Thomas Anders. So hochkarätig wie die Besetzung, so exklusiv ist die Showbühne aus Plexiglas. Je nach Anlass auf bis zu 10x10 Meter erweiterbar, liefert sie mittels LED-Beleuchtung mit einem RGB-Farbmischsystem das passende Ambiente zur Musik. Dadurch, dass man natürlich die Lichtfarben verändern kann, ergibt sich immer ein ganz anderes Bild für die Bühne. Das heißt also, der Zuschauer wird im Grunde nicht nur emotional im Grunde berührt durch die Musik, sondern auch sofort durch die Optik. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Kombination. Ja, das Besondere ist natürlich diese unglaubliche Optik dieser Bühne. Das habe ich in dieser Form noch nicht gesehen. Das war eine geniale Idee von Thomas, die eben durch diese Plexiglas-Geschichte wunderbar umgesetzt ist. Das ist eine einzigartige Optik, die uns natürlich gerade in diesem Gala-Geschäft von allem anderen abhebt. Und darüber hinaus haben wir das konsequent dann natürlich auch noch mit den Instrumenten hier, diesen Bass sieht man das super umgesetzt. Das heißt, diese Optik, diese Eisoptik, sage ich mal, setzt sich also durch die Instrumente, auch das Schlagzeug im Hintergrund konsequent fort. Und das ist natürlich eine Sache, die es in dieser Art und Weise kein zweites Mal gibt in Europa. Bei Mikrofonhaltern, Notenständern und natürlich den Instrumenten kam die Unterstützung von Music Store in Köln. Die Gitarre oder zum Beispiel auch den Bass ließ Europas größtes Musikhaus eigens für Noble Composition herstellen. Für Thomas Bläser sind die Möglichkeiten mit Plexiglas aber noch lange nicht ausgeschöpft. Wir sind jetzt schon am Überlegen, welche Instrumente wir in Zukunft aus Plexiglas herstellen lassen. Musik auf höchstem Niveau kombiniert mit einer faszinierenden Showbühne. Nicht nur für die Ohren bietet Noble Composition ein einzigartiges Erlebnis.